Joey Kelly, so geht es für Leon nach der Schule weiter. Über Instagram verkündet Joey Kelly, 50, dass sein Sohn Leon Kelly, 19, bald im Ausland studieren wird. Statt sich für eine Universität in Deutschland zu entscheiden, bewarb er sich an der Duke University in North Carolina und wurde angenommen. Wie stolz sein Vater auf ihn ist, wird in seinem Post deutlich. Mit den Worten, Leon. Deine Eltern sind sehr stolz auf dich. Mach einfach so weiter, gratuliert er ihm zu der Zusage und betont, dass die Hochschule eine der renommiertesten Universitäten der Welt sei. Was Leon studieren möchte, steht auch schon fest. Er strebe ein Physikstudium an. Der Sänger in seinem Beitrag. In den Kommentaren sammeln sich zahlreiche Gratulationen und liebevolle Worte, die den neuen Lebensabschnitt des 19-Jährigen zelebrieren. Was für ein fulminanter Auftakt. Vor über 12.000 BesucherInnen in der ausverkauften Barclays Arena hat Helene Fischer, 38, ihre mit Spannung erwartete Rauschtour 2023 in Hamburg gestartet. Trotz einer Rippenverletzung hat die Schlagersängerin wie gewohnt alles gegeben und in luftiger Höhe an ihren spektakulären Darbietungen festgehalten. Sogar Partner Thomas Seitel, 38, war mit von der Partie und lieferte mit seiner Liebsten eine extravagante Liebesshow ab. Vor dem Tourauftakt hat die Schlagerprinzessin mit RTL über ihren aktuellen Gesundheitszustand gesprochen. Die 38-Jährige hatte sich während der Proben verletzt, sodass der eigentliche Auftakt im März in Bremen verschoben werden musste. RTL hatte die Schlagersängerin verraten, ich habe mir eine Quetschung zugezogen. Die Rippe ist angebrochen, aber mir geht es sehr, sehr gut, sie dürfe problemlos auftreten. Solange ich mit dem Schmerz, mit dem, ich sag mal Zwicken, klarkomme. Auch ihren Fans erklärte sie gleich zu Beginn des Konzerts, macht euch keine Sorgen. Die Ärzte haben grünes Licht gegeben. Helene Fischer gab bei ihrem Tourstart mehrere Titel von ihrem aktuellen Album Rausch sowie ihre großen Hits wie Atemlos, 100%, Phänomen oder Achterbahn zum Besten. Ende August letzten Jahres wurde Annemarie Eilfeld, 32, zum ersten Mal Mutter. Seitdem genießt sie mit ihrem Partner Tim das Familienglück mit Sohn Elian in vollen Zügen. Ihr Kind zeigt die Schlagersängerin auf Instagram nur selten. Pünktlich zu Ostern macht die ehemalige DSDS-Kandidatin eine Ausnahme. Unendliche Liebe und Dankbarkeit, ich wünsche euch allen ein gesegnetes Osterfest und frohe Feiertage mit euren Liebsten. Schreibt Annemarie Eilfeld zu einem Foto, das sie mit ihrem Spross in der frühlingshaften Natur ablichtet. Die Community ist entzückt. Das Bild ist der pure Frühling. So optimistisch und schön. Danke fürs Teilen, kommentiert eine User in den Beitrag und eine andere schwärmt, süßes Bild von euch zwei. Haben Sie die Schlager-News verpasst? Hier finden Sie die Schlager-News der vergangenen Woche. Verwendete Quellen, Instagram.com, RTL.de. Pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbință, ajungă la ea doar NASA cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, textul-i plin de dude. Tu mere tante printre tale culte. Încerc flow-uri sute la show-uri. Uite cum rup capete lumea de din capuri rupte. Tobele bat cu inima deodată. Nu le opresc, că nu-s atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Trebuie să...